Für die FDP-Fraktion hat Judith Skudelny jetzt das Wort. Ja, Frau Vogt, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Vogt, Sie sollten mir zuhören, weil ganz viele von den Punkten, die Sie heute ansprechen, werde ich gleich für Sie beantworten. Meine Damen und Herren, mit dem heutigen Antrag der Grünen ist der Kinderlärm nun auch bei dieser Partei angekommen. Und ich darf Ihnen gratulieren. Ihr Antrag ist in einem Punkt besser als den der SPD im März. Er ist nämlich wenigstens verfassungskonform. Da Sie auch aus unserem Koalitionsvertrag zitieren, gehe ich mal stark davon aus, dass Sie meinen, uns ein wenig vor sich hertreiben zu müssen. Das wird Ihnen heute leider nicht gelingen, weil wir Ihnen auch in diesem Fall mal wieder einen Schritt voraus sind. Kommen wir erstmal zum Inhalt, zur Neuregelung der Baunutzungsverordnung. Die Baunutzungsverordnung ist eigentlich beim Ausbau der Kindertagesstätte gar nicht so sehr das Problem. Es ist richtig, in Wohngebieten können nur ausnahmsweise Genehmigungen erteilt werden. In aller Regel werden sie aber erteilt. Und es ist so, dass wenn Sie auch den Punkt Prävention aufnehmen, auch in allen Gebieten ein Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt werden muss und übrigens auch aktuell geführt wird. Und deswegen ist die Änderung der Bau-NVO eigentlich gar nicht das vorrangige Problem. Frau Skudelny, ich gebe die Frage nach einer Zwischenfrage des Kollegen Liebig. Möchten Sie die zulassen? Gerne. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Skudelny, Sie sagen, Sie sind uns immer schon einen Schritt voraus. Nun ist es mittlerweile 9 Monate her, seit im Bundesland Berlin die Änderung des Landesemissionsschutzgesetzes in Kraft ist. Und alles das, worüber wir hier heute reden, im Land Berlin bereits gilt. Sie haben damals das Land Berlin dafür kritisiert, dass wir einen Alleingang gemacht haben und haben gesagt, das sei Bundeskompetenz. Wann dürfen wir denn damit rechnen, dass Sie mit dieser Bundeskompetenz handeln werden? Sehr geehrter Herr Kollege, hätten Sie bis Ende meiner Rede gewartet, dann hätten Sie die Antwort schon bekommen. Wir planen es bis Ende des Jahres. Also kann ich den Teil nachher streichen. Jetzt lassen Sie mich doch weiterreden. Alle eine Ruhe. Sie können danach alle Nachfragen stellen. So, wir sind bei der Baunutzungsverordnung. Das Problem an dieser Sache ist im Moment, das werden sich alle Baurechtler bestätigen, dass nicht immer nur, also wenn eine Änderung der Baunutzungsverordnung erfolgt, müssen die Gemeinden, Städte, Anwälte, Gerichte jeweils immer die aktuelle Form und alle alten Fassungen behalten. Das heißt, man sollte da Einzeländerungen nur machen, wenn tatsächlich ein wahnsinniges Problem ist. Wie ich dargestellt habe, das Hauptproblem ist nicht die Baunutzungsverordnung. Und deswegen werden wir die dort vorgesehenen Änderungen, nämlich die Klarstellung, kurze Wege, kurze Beine gehören zusammen, Kinder gehören in Wohngebiete, eben mit der Gesamtnovellierung der Baunutzungsverordnung 2011 vornehmen, einfach nur, damit es einfach nicht zu kompliziert formalistisch wird. Ein zweites Problem, das Sie angesprochen haben, ist die Bürgerbeteiligung. Da unterschätzen Sie unsere Gemeinden und Städte. Jeder Gemeinderat und jeder Stadtrat weiß, dass ein Projekt wie ein Kindergarten nur dann umgesetzt werden kann, wenn die Anwohner und Bevölkerung in der Gegend mit einbezogen werden. Wie sie einbezogen werden, über das schon bekannte Planungsrecht hinaus, ist, denke ich, Angelegenheit der Städte und Gemeinde. Das muss aus meiner Sicht nicht vom Bundesrecht vorgesehen werden, weil da hat jede Stadt und jede Gemeinde ihre eigenen Wege, ihre eigenen Foren und ihre eigenen Ideen dazu. Deswegen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, ja, Gesetzgebung dazu vom Bund aus sehe ich eigentlich nicht für notwendig an, zumal die Städte und Gemeinden das heute schon sehr gut machen. Die Intention des Antrages ist durchaus richtig. Das heißt, dass wir eigentlich sagen, Kinderlärm ist gewollt, Kinderlärm ist gewünscht, Kinderlärm ist richtig, aber Kinderlärm muss auch den Anwohnern, den Menschen, die daneben wohnen, der älter werdenden Generation, allen gerecht werden. Richtig ist, dass Kinderlärm nicht mit Baulärm, nicht mit Maschinenlärm und nicht mit Straßenlärm verglichen werden kann. Kinderlärm kann auch nicht in dBA gemessen werden, in durchschnittlichen Lärm, den er macht. Kinderlärm ist jeweils dort, wo er entsteht, und jetzt Achtung, Kindertagesstätten, Kinderspielplätze und Frau Vogt, Ballspielplätze. Natürlich vor Ort aktuell im Einzelfall zu prüfen. Und wir haben uns gestern mit der Union geeinigt über Rahmenbedingungen. Wir haben es natürlich nicht schon im März gemacht. Wir haben es nicht schnell gemacht, weil wir es verfassungskonform, ausgewogen und für die gesamte Gesellschaft tragbar machen wollten. Und deswegen haben wir uns vielleicht den eine oder andere Woche mehr Zeit gelassen, damit der ein oder andere weniger dagegen klagen muss. Das Klagen, wie es die SPD
vorgesehen hatten, komplett und grundsätzlich gegen Kinderlärm ausgeschlossen sein sollen, ist nicht verfassungskonform. Kinderlärm kann nämlich auch mitten in der Nacht stattfinden von Eltern, die ihre Kinder einfach vor sich hinbrüllen lassen. Das ist dann durchaus nicht irgendwas, was wir regeln wollen, sondern da müssen die Nachbarschaften, da müssen immer noch Klagewege möglich sein. Und deswegen für eine Ausgewogenheit, natürlich nicht von Kindertagesstätten, aber die Ausgewogenheit in der Gesellschaft muss trotzdem vorhanden bleiben. Bis Ende des Jahres planen wir einen Gesetzesentwurf zur Diskussion zu bringen. Sie können gerne eine Zwischenfrage stellen. Zur Diskussion zu bringen, und ich freue mich darauf, dass Sie jetzt schon sagen, Sie werden konstruktiv daran mitarbeiten. Und deswegen freue ich mich auch auf den Dialog. Meine Damen und Herren, Stuttgart 21 und Gorleben, da haben Sie sich versucht, einen Zug aufzuhalten. Dieses Mal sind Sie hinter einen fahrenden Zug gesprungen und an diese beiden Parteien gerichtet wieder auf den Schienen gelandet. Wir werden bis Ende des Jahres das Gesetz in Ihrem Sinne auf den Weg bringen, da Sie recht haben, Kinder ist ein Zukunftsthema und dieses Zukunftsthema besetzt die Koalition hervorragend und braucht dazu nicht Ihre Hilfestellung. Vielen Dank.